Tommy, die Hauptrunde ist vorbei. Wir starten jetzt in die Zwischenrunde, wo es um den Kampf um die Playoff, um die vier Playoff-Plätze geht. Vielleicht nochmal, ich starte mal das Interview mit einem kurzen Rückblick auf die Hauptrunde, wie du die gesehen hast. Ja, was soll man dazu sagen zur Hauptrunde? Die war überragend von den Jungs. Wir haben, glaube ich, eine der besten Hauptrunden gespielt, die es in der Bayernliga bis dato gegeben hat. Wir haben nach 60 Minuten keine einzige Niederlage eingefahren. Wir haben jedes Spiel gepunktet. Von daher sind wir natürlich, wir haben einen Quotienten von 2,60. Von daher sind wir hoch zufrieden. Besser kannst du es was nicht spielen, vor allem freut mich. Wir haben taktisch heuer auf einem sehr hohen Niveau gespielt, haben das umgesetzt, wo wir eigentlich schon die letzten zwei Jahre angefangen haben. Das ist auch ein Vorteil von unserer Mannschaft, dass wir jetzt einfach drei, vier Jahre eigentlich schon das gleiche taktische spielen und von daher gut eingestellt sind. Was der Schlüssel ein bisschen auch war, waren heuer auch die Neuzugänge. Alle vier Neuzugänge haben heuer wirklich eingeschlagen. Begonnen vom Torwart hinten, vom Philipp Hähl bis zum Corona-Verteidiger, macht das super. Vorne der Linden Pastacak sowieso und der Flori Engel. Also von daher, wir haben einfach einen guten Kader, einen breiten Kader, der uns in der Corona-Saison geholfen hat. Und von daher denke ich auch, dass wir verdient nach der Hauptrunde Erster waren. Wir wissen aber auch, dass wir uns davon überhaupt nichts kaufen können. Das ist eine Momentaufnahme. Und jetzt am Freitag wird es ernst und da müssen wir dann die Leistung bestätigen. Du hast den Kader angesprochen. Der zweite Corona-Pause haben wir gehabt. Den einen oder anderen Verletzten nur. Wie gestaltet sich da bis zum Freitag? Ja, es war natürlich schwierig, aber das haben alle Mannschaften das Problem. Wir haben jetzt eigentlich die letzten drei, vier Wochen, glaube ich, keine einzige Trainingswoche gehabt, die normal verläuft. Einfach weil wir auch Nachholspiele gehabt haben, dann haben wir Corona gehabt. Das ist natürlich nicht optimal von der Trainingssteuerung. Du kannst im Endeffekt dann nur regenerativ arbeiten, ein bisschen taktisch arbeiten. Diese Woche haben wir eine normale Woche, das heißt Dienstag, heute wird ein bisschen härter trainiert, morgen dann eher im taktischen Bereich und Donnerstag dann so Special Teams und so weiter, aber auch eher locker am Donnerstag und das kommt uns zugute, das brauchen wir einfach mal wieder, um den Rhythmus zu bekommen. Ja, von den Spielern, die zurückkommen, müssen wir mal schauen, der Linden Pastacak war jetzt vier Wochen verletzt. Wenn wir Glück haben, kann er am Wochenende auflaufen, das werden wir dann erst entscheiden, Ende der Woche, aber müssen wir jetzt mal schauen. Ja, da bin ich jetzt doch nicht mehr so zuversichtlich wie am Wochenende, nach der ersten Einheit, wo er gestern schon am Eis war. Und die anderen müssen wir mal abwarten. Der Bernd Riesche, unser Kapitän, ist auch enorm wichtig für uns in der Verteidigung. Der hat auch gefehlt am Sonntag. Und müssen wir mal schauen, wie es bei dem läuft im Training die Woche. Und der Jens Haller ist noch in Quarantäne, beziehungsweise ist noch positiv. Von daher wird er auch nicht zur Verfügung stehen. Und den Rest müssen wir jetzt mal abwarten, wie wir die Woche gestalten im Training und wer dann alles am Freitag auf dem Spielbericht stehen kann. Wir starten in Kempten und am Sonntag zu Hause gegen Amberg. Was erwartest du da gleich am ersten Wochenende? Ja, es sind zwei verdammt schwere Spiele zum Start, obwohl es jetzt bei den besten acht keine einfachen Gegner mehr gibt. Die sind alle verdient in der Zwischenrunde. Man sieht schon den Abstand auch von Platz 8 zu Platz 9 und 10. Der ist doch schon deutlich, auch wenn man den Quotienten anschaut. Von daher hoch verdient alle drin und die sind alle gut. Einige Überraschungsteams dabei mit Schongau, Buchlohe. Aber wie gesagt, Kempten habe ich von Anfang an stark eingeschätzt. Die haben einen guten Kader. Von daher wird es schwierig. Wir haben in Kempten vor ein paar Wochen ein sehr gutes Spiel gemacht. Da waren wir wirklich hervorragend eingestellt. Und das Gleiche brauchen wir am Freitag wieder, weil sonst wirst du da nichts holen. Und am Sonntag Amberg ist auch unangenehm, die haben mit dem Murphy einen super Ausländer, müssen wir mal schauen, ob der am Wochenende spielt, der war jetzt auch ein bisschen raus, die haben ein paar gute deutsche Spieler, gerade die ganzen Spieler, die aus Weiden nach Amberg gegangen sind, wie der Kirchberger und Pronat und Olle, das waren schon top Spieler, waren auch gute Oberligaspieler früher, die kenne ich aus meiner Zeit noch, von daher sehr guter Kader, schwer zu bespielen, wir haben in der Verlängerung dort verloren, das letzte Spiel in Amberg. Von daher müssen wir voll fokussiert sein, um unser Ziel zu erreichen, beide Spiele zu gewinnen. Sag was zu den Zielen. Es geht jetzt da nochmal heiß runter. Die ersten vier kommen in die Playoffs. Was habt ihr euch vorgenommen? Der Spirit ist gut und ich glaube, die Mannschaft will was erreichen. Ja klar, wir haben jetzt wirklich so eine starke Saison bis jetzt gespielt. Und wir müssen jetzt einfach im Flow bleiben. Wir dürfen nicht viel verändern. Das ist immer der Fehler, wenn du in die Playoffs gehst und dann auf einmal irgendwas Verrücktes probierst oder anders machst. Wir müssen genauso weiterspielen wie die letzten Spiele. Da haben wir nicht viel falsch gemacht in den letzten 25 Spielen. Und wir müssen jetzt bestätigen, wir müssen kompakt stehen. Unsere ganz große Stärke ist die Defensive. Wir haben einen Gegentorschnitt, glaube ich, von 2 knapp. Ja. Das heißt, wenn du ja jedes Spiel plus 2
Gegentore bekommst, das ist super, weil du vorne mit unserer Qualität immer eine Möglichkeit, die Möglichkeit hast, 3, 4, 5 Tore zu schießen. Von daher müssen wir stabil stehen, aus der guten Defensive agieren und wir werden genauso weitermachen. Wir werden jetzt nichts verändern, taktisch oder so, für die Playoffs. Das wäre der größte Fehler. Wir machen genauso weiter und versuchen hart zu arbeiten, vom Tor aufzuräumen, defensiv so wenig wie es geht zulassen und dann nach vorne unsere Chancen nutzen. Und das hat uns jetzt 25 Spiele getragen und das versuchen wir jetzt auch in die Playoffs oder in der Zwischenrunde zu zeigen. Und das Ziel ist jetzt erst einmal, das nächste Zwischenziel ist ganz klar, unter die ersten 4 zu kommen. Das musst du erreichen, weil sonst bist du raus. Das wäre sehr, sehr schade. Und ja, von daher versuchen wir jetzt alles in den nächsten 14 Spielen am Ende unter die Top 4 zu stehen.